Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen jetzt heute mal die Frostpassage erkunden. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Falls es irgendwie möglich ist. Ich komme hier nicht hoch. Ist das überhaupt möglich hier? Oder kann man das nur von einer Richtung betreten? Ne, man kommt hier hoch. Okay. So, ja, wir wollen nach Ark. Diesmal nehmen wir einen längeren Weg. Und ich will wissen, was das da ist für ein Symbol, das jetzt über uns ist. Und das da. Sind das zwei Lager von irgendwas? So, Frostpassage haben wir jetzt überquert. Und was könnte hier auf uns lauern? Das ist jetzt quasi hinter neben uns irgendwie in der Richtung. Waren wir denn schon mal hier? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Doch, hier waren wir schon mal. Wir sind nur gerade ausgelaufen. Einmal kurz speichern. Der greift uns bestimmt gleich an, oder die. Erfahrungspunkte geben die Dinger. Tapwurzel. Haben die nur. Handwerkskunstgeselle. Dann Metallstück eines alten Volkes. Ein Hammer als Chemielabor. Ein Ralea Groschen. Assassinenkapuze. Nehme ich mal mit. Kartoffeln. Lebensmittel immer mitnehmen. Ein Smaragd. Kana Verzauberer. Laternabogen. Hüterbogen des Arkanzorns. Warte mal, Schaden 33, hier 22. Warte mal. Wenn wir den jetzt erstmal ausgerüstet haben. Brauchen wir den nicht mehr. Oder haben wir noch irgendwas, was besser ist? Nö. Dann bleiben wir beim Eternabogen. Und das ist der Weg, den wir noch nicht beschritten hatten. Und da waren wir auch noch nicht. Ich will mal kurz gucken. Warte mal, was wartet da auf uns? Oder was ist das? Ach, nur Banditen. Okay, ich dachte. Und ein Wildmagier. Schlampe, Elende, das wirst du. Autsch. Westlicher Kanonenball entdeckt. Nein, ich muss ihn loswerden. Ja. Alte Myradenhalle. Erlesene Wildmagierrobe, Feinlederhandschuhe. So, jetzt erst einmal was futtern. Cremetorte. Handmeißel. Oh, Einzelteile, die brauchen wir aktuell. Genesungstrank, makelloser Amethyst. Morgenluftstrank, Stärketrank.
für 900 Sekunden Schocke. Ja. Ich bin eigentlich jemand, der. Ich nutze eigentlich so gut wie nie Tränke. Hier ist noch eine Truhe. Groschen. So, gucken, was der hatte. Eisen, Eisen, Eisen und Groschen und Runenast. Ich speichere vielleicht einmal, bevor wir da reingehen. Alte Myradenhalle. Ich sehe schon drei. Marodeure oder was anderes? Jeder Wetter sind vier oder fünf hier? Hä? Warte mal. Eine Vagabunden, okay. Okay, alles nur Leder. Also ich mag das neue Schwert. Da sind drei, okay. Zwei Bogenschützen sogar noch. Machen wir erstmal die Bogenschützen platt. Immer dieselbe Scheiße. Da sagst du was. Auf sie. Mist! Okay, den haben wir. Ein Vagabund und noch ein Marodeure. Okay, die sind wir jetzt schon mal los. Blutiger Schädel. Ich habe erstmal billiger Schädel gelesen. So, Stahlpfeile. Was hat er? Stahlpfeile. Was haben wir denn da? Diadem der Manipulation. Kann man gut verkaufen, sicher. Kohle brauchen wir nicht. Käserad, roter Apfel, nehmen wir mit. Endralea Krustenbrot. So, Groschen. Die hat nichts mehr. Okay, das ist kein Weg für uns nach oben. Alte Myradenhalle, Unterkünfte. Können wir nur das hier? Hey. Oh, das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Moment mal. Da ist wer. Komm, lauf in die Fallen. Da, da, hinter dir ist noch eine. Autsch. Perfekt. Okay, Groschen und Pfeile. Haben wir hier schon mal befreit. Was haben wir hier? Kartoffeln. Das finde ich schon mal super. Psionikgeselle.
Hier ist eine Säge. Ich höre hier noch mehr. Wie viele gibt es denn hier? Kleidung. Oh, noch ein Groschenbeutel. Perfekt. Schuhe. Warte mal. Ist das einfach nur ein riesen Labyrinth hier, oder? Was, wenn ich jetzt darum gehe? Vielleicht nochmal kurz speichern und weiter. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz oh nein. Ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Der Entropist, den müssen wir loswerden. Den müssen wir zuerst loswerden. Mist! Lauf ich auch noch. Ah, nein! Okay, wenigstens hat er ein bisschen Schaden genommen. So, die Groschen. Ich laufe mir selber in die Falle. Kommt er? So, lauf in die Fallen. Ja. Okay, schön enthauptet. Diadem des Limbos, Entropierobe, Stab der mächtigen Auferstehung, Zauberbuch Grabesfluch, Rang 4. Den haben wir aber schon, okay. Zerbrochener Seelenstein? Okay, es hat jetzt automatisch gespeichert. Was ist. Also Azura Stern, aber zerbrochen? Boah, ich freue mich, wenn das auch noch irgendwie eine Quest hat. Dass wir den auch noch einmal voll einzuteilen in Schwarz, aber. Wegestreuen Axt. Wegestreuen Helm. Set des Fährtenlesers, Geschick des Fährtenlesers. Dann hier Set des Tribunals, Stiefel des Tribunals. Moment. Man macht minus 22 Rüstung. Das ist das hier nur in Schwarz-Gold. Oh, eine Puppe. Das nehmen wir mal mit. Goldfass. Wow, da war nur 168 Gold. So ein ganzer Fass ist voll mit Gold und da sind nur 168 drin. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Mist. Warte mal. Wir haben zwei Erinnerungspunkte. Die haben wir wieder nicht investiert, oder was? So, hier, Schatten des Windes. Feuerfall, warte mal. Gewährt euch eine Handvoll Feuerfall. Ja, okay, das lassen wir mal. Konzentration. Ne, lassen wir mal erstmal. Ich möchte Diebeslehrling. Gesellenschlösser sind knackbarer. Schnellschuss, Waldläufer, Abguss. Was macht Abguss? Verleiht euch automatisch ein Abbild des Schlüssels eines geknackten Schlosses. Nehme ich mal. Expertenschlösser. Das wollen wir. Das wollen wir definitiv. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry. Ich gucke immer irgendwie in diese Richtung, wo die Kamera jetzt da steht. So, sorry. So, aber jetzt können wir das hier endlich knacken, ne? Expertenschloss.
können wir die Dinger jetzt endlich knacken. Amulett der mächtigen Konstitution. Die Groschen nehmen wir mit. 80 ist wert. Drei Stück sogar. Dann Blitzheilung. Heilt euch um 65 Punkte Lebensenergie. Verschlimmert euer Arkanistenfieber um 5%. Okay, lieber nicht. Verursacht eine Wolke aus Kälte, die 19 Punkte pro Sekunde an Leben und Ausdauer verursacht. Und magischer Schild. Erhöht Rüstungswertung um 78 Punkte, reduziert erlitten magischen Schaden um 78 Punkte. Können wir sicher gut nutzen vielleicht. Mal gucken, gibt es hier noch was? Eine Karotte. Hier Handmeißeln. Papierrolle, Silberkerzenständer. Das Silber ist hier gar nicht so viel wert. Becher, Handmeißel. So, aber die Bücher, die können wir jetzt mal lernen. Und Handwerksdinger. So. Auf 35. Jetzt. Na, den sparen wir jetzt erstmal. So, Lehrbuch, Lichtmagie-Experte, Psionik. Sientas Nistra, psionischer Splitter, Stufe 2. Nicht genug Erinnerung. Achso, stimmt. Wollen wir nicht vorher erstmal die anderen rausfinden? Vom Ogma Infinium? Ich kenne das nur unter dem Namen. Vielleicht nochmal kurz speichern. Und warte mal, Leersalze. Wo war denn das? Hier. Vagabund. Hier sind wir gelandet. Okay, dann ist das hier der richtige Weg, um weiter nach unten zu kommen. Okay. Hier sind die Zellen. Aber da liegt nichts drin, was zu gebrauchen sein könnte. Ein Rhetorikgeselle. Okay. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass dieses Symbol auf dem Radar... Warte mal, da waren wir jetzt noch nicht, oder? Ne, da waren wir noch nicht, okay. Dass das hier mit den... Hier haben die eine Ratte. Schuhe, Kappe, Kleidung. Nichts Elegantes. Fässer können wir nicht durchsuchen. Aber hier... Warum sind die Einzelteile jetzt in einem schwarzen Beutel? Waren die nicht mal in einem braunen Beutel oder so? Oh, Groschen... Nein, nicht das Fass. Den Groschenbeutel wollte ich. Gibt's hier noch was? Kleine Fässer. Hier gibt es Frostsalze. Und noch einen Groschenbeutel versteckt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Essen haben die hier nichts mehr. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aua! Erstmal die ganzen Fallen deaktiviert. Gab es hier noch eine Tür? Irgendwie? Ne. Ich glaube nicht. Oder irgendwo eine Möglichkeit zu kochen? Da oben waren wir noch nicht. Okay, hier oben gibt es aber auch nichts. Okay, Golden Forest, gehen wir wieder weiter. Aber hat sich wirklich gelohnt. Wollen wir die andere Seite auch mal erkunden? Ansehen. Das andere Stück vom Miraden-Ding. Ich speichere das nochmal. Nur um sicher zu gehen. Bevor wir hier weitergehen. Thank you.
hier ist auch noch ein Turm. Ich glaube, das hier wird noch vielleicht Story. Ja, da waren wir Türen, stimmt, da war ja was. Fest und Quellwacht entdeckt. Quellwacht, war? Hatten wir nicht irgendwas mit Quellwacht? Nee, nicht hier. Engel, die Apothekarien der Unterstadt nach dem Schwarzen Stein befragen. Lied der Stille. Mythen und Legenden. Auf meinen Reisen stieß ich auf die Bücherei des alten endraleischen Erzmagisters Gawain Giratu. Darin führt er Legenden über Kreaturen auf, die das Land seit geraumer Zeit durchstreichen. Wer weiß, vielleicht hat die ein oder andere ja einen wahren Kern. Die Herren der Verstoßenen. Irgendwas war doch mit Quellwacht. Ich guck mal. Alte Notiz lesen, den Gedicht. Also, das Schlecht von Arg. Alle Bände des Schlechtes von Arg lesen. Und rascher sprechen, wenn die Kämpfe bereit sind. Blaue Kerzen. Alle Wünschelbrunnen finden und ihnen ihre verlorenen Herzen zurückbringen. Ich weiß nicht, was das für Dinge sind. Arxlers Wacht untersuchen. Wildmagier Bertolus den Schlitzer zur Strecke bringen. Besuch von Arg. Empirisches Artefakt und Alt Dolish. Ashkaman und Mishkamur finden. Herausfinden, was. Haben wir nichts mit Quellwacht gehabt? Ich dachte, wir hätten eine Quest gehabt, die mit Quellwacht zu tun hat. Vielleicht nochmal kurz speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie. Ob wir gegen so viele von denen ankommen werden. Von den Vatüren. Hier, da, in der Vatüre. Was, wenn ich jetzt zum Bogen wechsle? Dann hauen die erstmal wieder ab. Nein! Ich wollte schon aus Versehen schießen. Warte mal, die suchen sich einen anderen Weg, oder wie? Problem an Vatüren ist, dass die sich heilen. Nein! Nein, 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 nein! Hier oben geblieben. Bleib oben! Der brennt. Okay, der hat sich jetzt versteckt. Ist jetzt aber, glaube ich, auch nur der. Der in Reichweite ist, sage ich jetzt mal. Da. Jetzt treffe ich den. Das ist keine gute Idee. Und wenn ich da jetzt reinrutsche, dann ist auch vorbei. Rote Sonne. Oh.
40 Stück sogar. Weges treuen durch das Arkanzorn. Ja, das ist auf 4 Diadem, 300 wert. Karotte. Einzelteile, die brauchen wir. So, ich esse mal Käse, Apfel, die Karotten, Kartoffeln. Noch ein Käserad. Da hinten ist ein Geradenturm. Aber wo ist jetzt der letzte Wartturm? Hier war ja noch einer. Noch eine Eisplanke. Eisplanken sind aber auch echt gut versteckt teilweise. Wo ist der Batürenanführer? Nein. Zauberbuch Wohltat. Nice. Sehen die mich noch? Ich wollte es aber speichern. Ich weiß noch, wie stark die großen Dinger letztes Mal waren. Käserad. Kostenbrot. Bohrer, Schaufel. Ihr Lehrling. Bauplan, Eterner Krieger Hammer. Silberstahldolch, Wegestreuen Helm, Genesungstrank, Geschicklichkeitstrank und Zauber Feuerball Rang 4. Speichern noch einmal, jetzt wo wir nicht mehr in deren Fokus sind. Ach, die hatten wir vorhin. Ich wollte hier in Quellwacht rein. Alter, aber direkt hier zwei Riesenspinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da noch sind. Eternahelm, Wegestreuendolch, ein Dorf in Aufruhr. Ich nehme das mal mit. Öffnen Golden Forst. In einer Zellentür.
gerade was lesen können. Da war gerade irgendwas zum Lesen. Wenn er mir nochmal so kommt, achso, wahrscheinlich das. Die Mütze bekommt. Hol ihn mir im Schlummer und mach ihm großen Kopf. Hallo! Oh, süße, süße Rache. Wie schön ich mir ins Häuschen lache. Ja. Mist. Aua. Scheiße. So, jetzt du. Nice. Warte, da liegt was. Ach, Wegestreuen Pfeile. Leserad. Eine Banane. Wir brauchen Harnisch. Und Wegestreuen. Den Apfel kann ich nicht mitnehmen. Magischer Schild, Rang 4. Tiermatralischer Brandwein. So, Fackel, Tomate. Lag hier nicht noch einer? Wegestreuen Streitkolben. So, Einzelteile. Wie können wir noch tragen? Ja, können wir noch genug tragen. So, aber jetzt erst einmal die Eispranke. Ich freue mich schon, sobald wir 500 Kilo oder mehr tragen können. Kanone. Sehr viele Kanonen. Gießpulver. Gehe ich mal von aus. Da! Aufsehen! Da! Da! Ja. Heilige Scheiße, dafür werde ich brennen, das schwöre ich dir. Nee, ich glaube nicht, ich werde mich hier brennen. So, der Wildmagier. Nichts, der Marodeur. Hat eine Karotte. Sonst nichts. Was ist das denn? Das Leben des Torgarten Wisperzunge, Band 1. Schlüssel zur Festung Quellwacht. Noch ein Groschen, noch ein Groschen. Ein Eintopf. Noch ein Groschen. Stärketrank einfach. Käsestück. Honig. Pass ist leer. Goldschüssel. Assassinenkapuze haben wir ja schon. Smaragd nehmen wir mit. So, hier vielleicht eine Stunde schlafen, dann ist Leben wieder voll. Wer lagert eigentlich Gold in Fässern? Ist immer noch dunkel draußen, okay. Wofür war jetzt der Schlüssel? Hier muss doch bestimmt irgendwas geben. Ich gehe mal hier hoch. Ich bin hier nicht allein. Stimmt, das Schlüssel für hier oben. Da! Auf sie! Da! Was hat der denn da für eine krasse Rüstung? Weh, du fällst runter. Ich hab keine Lust, Vater zu suchen gleich. Aua, au! Nein! Ihr meint es ernst, was? Ja. Warte, einmal am Boria. Ja.
Alter, der ist doch da. Hier, mein. Leben. Definitiv Leben. Set der Gefallenen, Hülle der Gefallenen. Eterner Handschuh der Magiebinde. Eterner Stiefel. Wegestreuen Kriegsaxt des Arkanzorns. Zerfleddertes Buch. Wird gespeichert. Wir haben Kartes besiegt. Wer oder was auch immer Kartes eigentlich war. Experte. Oh, geöffnet mit Schlüssel der festen Quelle. Okay, Bauplan Eterner Schlachtaxt. Eterner Stiefel. Bauplan Wegestollen Schlachtaxt. Die nehmen wir mit. Goldbahn. Dann Granatstein. Leersalz nehmen wir mit. Malachiterz. Mondsteinbar. Wieso sind die so viel wert? Silberstahl Großschwert. Silberstahl Schlachtaxt des Arkanzorns. Oh. Hat sich definitiv gelohnt. Und haben hier Wegstreuen Bogen des Frostzorns. Hat sich allemal gelohnt. Und wer war jetzt Kartes? Was hat es mit ihm auf sich? War auf ihn vielleicht auch ein Kopfgeld ausgesetzt? Ich glaube, um dahin zu kommen, müssen wir an den Spinnen vorbei. Kann das sein? Ich glaube schon. Komm ich hier wieder hoch? Einmal vielleicht speichern und dann riskieren wir es mal mit den Spinnen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht allzu stark, trotz der Größe. Der traut sich was, hier bei den Riesenspinnen rumzulaufen. Natürlich haben die mich jetzt beide entdeckt. Autsch. Ach da. Mächtiger Moosklander. Alter. Nichts für den Arachnophoben. Gift. Okay, ich habe jetzt gedacht, die wären heftiger. So, können wir uns das hier mal, das wird uns eben helfen. Und vielleicht noch mal kurz speichern. Was ist das? Golderz. Oh, ein Windwurz. Automatisch gespeichert, perfekt. Brauche ich dann nicht nochmal. Er hat hier Kanonenwall entdeckt. Ich hoffe auf jeden Fall immer noch auf nicht nur die Dinger. Sondern auch auf den
Wegestreuen Brustharnisch. Noch mehr Eisplanken. Nice. Kerker oben? Da hängt auch jemand. Brauche ich nicht. Ich höre da noch einen Troll. Groschen, Glühstaub, Morgenlufttrank, Ring des Schattenmagiers. Smaragde, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Panik, Rang 5. 4 oder 5. Ich habe jetzt nicht genau gesehen. Da sind noch mehr Trolle und Wegestrollen Schwert. Mist. Nur der eine, okay. Ich mag das Schwert. Sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch stark. Alte Vorratskiste, Fass. Wohltat. Eterner Stiefel. Kann ich verkaufen. Feuerball. Und hier haben wir endlich den wegestreuen Harnisch. Riftrollen. Roll der Arkanrune. Okay, die haben wir beide. So, Wegestreuen. Minus 10. Schade. Ich zieh den trotzdem mal an. Ich feier das gerade wirklich. Schild fehlt uns noch. Und Handschuhe. Nein, das wollte ich nicht. Hier. Oh, den haben wir. Den Harnisch hatten wir. Ich bin so ein Depp. Aber dann können wir den wegschmelzen, einschmelzen. Das Schild ist das, was fehlt. Und die Handschuhe. Vollzeit des Tribunals. Was hat der Gefallenen? Schläge. Der Höhlentroll liegt jetzt hier. Ich bin wirklich so ein Depp. Ich habe gedacht, den hätten wir nicht. Das Schild fehlt. Und noch ein wegestreuen Umhang. Und halt die Handschuhe. Obwohl, die Handschuhe hatten wir schon mal, oder? Oder bin ich komplett jetzt deppert? Gibt einen Schlüssel, okay. Okay, dann können wir uns jetzt auf dem Weg wieder zurück machen. Haben wir dann das hier fertig gemacht? Also wieder Richtung Ark. Über die Frostpassage. Wenn ich den Weg wieder finde überhaupt.
Aber ich freue mich, wenn wir auch irgendwann mal mit Nerim weitermachen. Aber ich werde nach Enderal erstmal ein paar andere kleine Let's Plays machen. Nicht mehr so große. Okay, da. Da ist der Weg, den ich gehen wollte. Und hier ist ja noch ein Turm. Da ist noch ein Miradenturm. Was gibt es hier bei dem Turm? Ich sehe schon, was da gibt's. Ich hoffe, der ist alleine. Autsch. Alter, jetzt lass mich auch mal kämpfen. So, was ist das hier? Alter Wachposten entdeckt. Okay, wir brauchen jetzt was wieder zu futtern. Banane. Cremetorte, Dattelkuchen. Die Eisplank auf jeden Fall. Ganze Brot könnte Baugeißen. Gehen wir mal rein. Die haben mich gehört. Wer ist jetzt schlimmer? Der Magier? Ich glaube, der Magier war schlimmer. Alter, hör auf mit diesem... Hör auf mit dem Angriff! Was soll denn der Scheiß? Hab ich irgendwie... Ich hab keinen Dings, ne? Ja. Regeneriert 40 Lebensenergie für 4 Sekunden. Heilt alle Krankheiten. Regeneriert 20 Mana für 2 Sekunden. Probier das mal. Ich riskiere das mal. Ja. Diese eine Attacke von dem ist ja richtig. Dass ich den auch 3, 4, 5, 12.000 Mal hintereinander mache. Der Magier da. Der ist was wert, der Rest ist nicht so viel wert. Beim Arsch des Propheten, da war was. Das ist leer, die Kiste. Einzelteile, ich lass mal die Einzelteile jetzt mal in Ruhe. Wir haben nicht mehr so viel Platz im Inventar. Shoppen Apfelwein. Noch ein Bild des Propheten, da war was. Ah.
Stirb! Das war jetzt nur super. Schön geköpft. Okay, bevor ich das da mitnehme, ich gucke hier erstmal. Wir werden danach sehr, sehr langsam sein. Mist. Ich habe schon lange keine Dietriche mehr gefunden. Kann das sein? Mist. Jetzt aber, oder? Ja. Eternadolch, riesiger Rucksack, Silberstahl Schlachtaxt, Genesungstrank, markloser Smaragd, Sternlingspfeile. 6 Kilo können wir noch schleppen. Einzelteile, Wegstreuen Schwert, jetzt können wir nicht mehr schnell sein. Okay, ab jetzt machen wir uns definitiv auf den Weg Richtung Dingens nach Ark. Okay, das können wir auch noch durchsuchen. Die Einzelteile. Ab jetzt ist es auch egal, wie viel wir mit uns rumschleppen. Wir sind jetzt einfach langsam. Und wir brauchen noch einmal Ambrosia. Von 13 auf 0% gesunken. Warte mal, war da... Ne, okay. Ich dachte, da wären Heiltränke. Das wird ein langer Weg. Aber ich will die Sachen dann einschmelzen, damit wir noch mehr Dings bekommen. Wenn möglich. Noch mehr Ebenerz. Dann können wir die Wegestreuen-Rüstung vielleicht komplett machen. Also selber schmieden. Ihr treibt so viel, um zu laufen. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich es liebe, so langsam rumzulaufen? War ja nicht so, dass es auch in Dingens Kingdom Come genauso schlimm war. Wo ich manchmal ein paar Folgen einfach von der Länge her überziehen musste. Weil ansonsten wären die Folgen nur laufen gewesen. Aber die Schattenstahl-Dinger, die will ich auf jeden Fall einsammeln, weil ich da dessen Erz haben will. So, Richtung Westen wollen wir. Speicher vielleicht vorsichtshalber nochmal. Ich freue mich aber auch, sobald wir das Schild haben. Und ich frage mich, was wäre dann wohl hier das Beste, was man haben könnte an selbst schmiedbarem Zeug. Also jetzt nicht von Sets, sondern selbst erstellbaren. Ich glaube, die Sets sind diejenigen, die zwar am meisten was bringen, aber wenn da jetzt nicht das die Ausrüstung dabei ist, die ich unbedingt haben möchte, dann bin ich ja auch so einer, der Essen nehmen wir mit. Kohl nehmen wir mit. Die Groschen auf jeden Fall. Okay, da sind auch noch coole Statuen. Dum, dum, dum.
Ich hoffe, hier werden wir jetzt nicht angegriffen. Was sind das denn eigentlich für Statuen? Also von wem? Ja, ich würde sagen, den Kampf machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Thank you.